Stichpunkt Magazin. Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur. Was bedeutet Weihnachten für mich? Dieser Frage ist Katrin Feldmann nachgegangen und hat einige Statements für diesen Hörbeitrag gesammelt. Das heimliche Zusammenkommen miteinander, das sagt man zwar immer, das heimliche Zusammenkommen mit der Familie und so, aber das ist halt das Schönste. Und einfach eine zauberhafte Stimmung, gerade in dieser Zeit, die einfach nicht zu vergleichen ist mit einer anderen Zeit. So, for me, in Christmas, we have a very nice time with our family, and we can sit together and saying a lot of wish for our Christmas time and for next year. And we say Selamat Natal dan Tahun Baru in Indonesia, because I'm from Indonesia. Weihnachten beginnt für mich schon ab dem ersten Advent in dieser Vorweihnachtszeit. Da empfinde ich das größte Weihnachtsgefühl. An Weihnachten ist es leider dann oft schon wieder weg. Und ich habe Weihnachten erlebt voller Drama und Tränen und Enttäuschung. Und dann aber auch wieder Weihnachten, die so voller Liebe waren, wo es aber gar nicht um die Geschenke ging. Aber auch das, wenn die Kinder sich freuen über das, was sie bekommen, dann ist das einfach zauberhaft. Und dieses ganze Miteinander, wenn das wirklich im Herzen schwingt, dann ist für mich Weihnachten. Weihnachten ist für mich immer verbunden mit den schönsten Weihnachtserinnerungen aus meiner Kindheit. Weihnachtsmusik im ganzen Dezember auf allen Kanälen, Schuhe auf die Fensterbank jeden Samstagabend und Adventssonntagmorgen waren sie gefüllt. Die Weihnachtsstube wurde von einem Elternteil mit Weihnachtsmann, Nikolaus und Christkind zusammen vorbereitet, während der andere Elternteil unsere unendlich gespannte Ungeduld ein bisschen zu zähmen versuchte mit Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Frosty the Snowman, Mary Poppins, Geschichten vorlesen. Und als es endlich soweit war und das Glöckchen klingelte, durften wir die Treppe runtergehen und in die Weihnachtsstube um die Ecke schauen, wo der echte Baum mit Lametta, Lichterketten und echten Wachskerzen leuchtete. Und wir sausten schnell zum Fenster, um zu schauen, ob das Christkind noch zu sehen war. Und immer war es gerade um die Ecke verschwunden. Und dann gab es Musik und Bescherung und es hätte keinen schöneren Tag im Jahr geben können als diesen. Und das bin ich an Heiligabend und den Weihnachtstagen, wenn ich sie so gestalten kann, wie ich es nie mir wünsche und wenn ich froh und glücklich bin, dann siehst du mich zu diesem Tag durch meine Zimmer wirbeln. Ja, für mich ist Weihnachten ein Bewusstwerden, dass das heile und heilende Kind in uns ist oder wiedergefunden wird oder neu geboren wird. Und das kann ich dann schon in dem Satz, der Heiland ist geboren, empfinden. Was bedeutet Weihnachten für dich? Für mich ist Weihnachten ein Fest, wo die Familie zusammenkommt und wo alle fröhlich sind und sich auf den Abend freuen. Und ja, dass wir Geschenke auspacken können. Für mich ist Weihnachten ein wunderschönes Zeitverbringen im Kreise der Familie von Nachmittag bis irgendwann spätabends. Wenn ich es mit nur einem Wort sagen würde, dann ist Weihnachten für mich Zusammenkommen. Wenn ich jetzt noch mehr Wörter finden würde, dann auch ein Heimkommen. Und ein Ankommen. Also, dass man anderen eine Freude machen kann, also versucht, und dass es eine schöne Stimmung ist.
Weihnachten, das ist für mich Licht, das erscheint. Licht in dunkler Zeit. 3 Tage nach der Wintersonnenwende. Es scheint am dunkelsten zu sein. Die Tage werden länger und 3 Tage danach erscheint plötzlich ein Licht am Horizont. Wie wunderbar. Wie wir das Licht jetzt nennen, ob Christkind oder Jesus oder Hoffnung, das finde ich gar nicht so zentral, sondern einfach, dass in der dunkelsten Dunkelheit immer wieder von neuem Licht erscheint. Das berührt mich, das macht Weihnachten für mich tief. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Für mich bedeutet Weihnachten jetzt so vom christlichen Kontext her nicht sehr viel, weil ich so nicht erzogen worden bin und das nur für mich irgendwie eine Relevanz hatte in diesem religiösen Sinne. Ich verbinde mit Weihnachten halt mehr dieses diesen Punkt im Jahr oder diese Phase im Jahr, wo es so ganz still und ruhig und wirklich tief wird, ne? Wo wir alle mal wirklich innehalten und dann uns auch neu entscheiden, so für das kommende Jahr dann, ne? Und für das, was wir da wollen und auch irgendwie Altes loslassen und Neues vielleicht hinzunehmen oder so. Und das ist für mich eigentlich diese Weihnachtsphase oder das, was wir jetzt Weihnachten halt nennen, ne? Was für mich am Meer dann Wintersonnenwende eben auch ist. Ja. Habt ihr einen Weihnachtsbaum geschmückt für Weihnachten? Ja, den hatten wir in unserem Weihnachtsbaum haben wir in unserem Schlafzimmer reingemacht. Also, dass wir zusammen mit der Familie sind und die Geschenke. Weihnachten hat für mich so viele Facetten und Ebenen. Wenn ich tief hineinspüre, dann geht es um die Kinder, die ich geboren habe, die Kinder geboren haben. Und es geht um mein eigenes inneres Kind. Und das liebt bedingungslos die Magie, das Licht und das Christkind. Weihnachten bedeutet für mich, besinnliche und festliche Momente zu erleben und zu genießen. Das kann manchmal ganz für mich alleine sein oder eben dann im Kreise meiner Familie. Weihnachten ist zwiespältig. Eigentlich ist Weihnachten für mich schon seit dem ersten Advent relevant. Und gerade diese Zeit, die Adventszeit, ist eigentlich eine Zeit der Ruhe oder sollte es sein. Und jedes Jahr aufs Neue nehme ich mir vor, dass sie ruhig und friedlich sich gestalten soll. Meistens klappt es nicht und dann ärgere ich mich. Weihnachten selber kann fürchterlich sein und ich habe furchtbare Weihnachten erlebt mit Streit und Tränen und dann wieder ganz wunderbare, wo wir alle in Liebe verbunden waren und wo Geschenke gar keine Rolle spielten, sondern einfach das Beisammensein und das Glück miteinander zu feiern und sich's schön zu machen.